diesem Video erfährst du, wie die Woche aus Sicht der Astrologie und der Karten. Bleib dran und teile hier und mit Kirsten deine Gedanken in der folgenden Sendung. Und wir beide sind von der Geheimsache. Und das ist dein antisches Wochenende. Hallo Kirsten, guten Tag. Schön, dass wir mal wieder Wochenhoroskop haben. Ja, da freue ich mich auch sehr darüber und schön, dass ihr hoffentlich da draußen auch alle eingeschaltet habt. Heute einmal leider nicht live, aber wir waren jetzt ja wirklich sehr regelmäßig immer live für euch. Von daher werdet ihr es uns noch einmal nachsehen. Nächste Woche dann sind wir garantiert wieder live unterwegs. Lieber Roé, lass uns das doch heute mal ein bisschen im Schnelldurchgang durchziehen, denn tatsächlich sind wir nicht live, weil wir wahnsinnig viel zu tun haben. Und deswegen sage ich einfach mal, auf geht's, oder? Ja, dann Kirsten, was ist denn astrologisch los? Astrologisch ist los, dass wir rückläufigen Merkur haben und ich persönlich mich gerade tierisch darüber aufrege. Der rückläufige Merkur dauert noch bis ungefähr 16. September. Also alle, die damit zu tun haben, können sich auf weitere 3 unangenehme Wochen freuen, wie ich das auch tue. Die Sonne ist ja am Mittwoch in die Jungfrau gewechselt. Das verstärkt die Energie des rückläufigen Merkurs noch. Und angenehm ist in diesem Zusammenhang, dass Mars sich heute aus der Jungfrau entfernt hat und nun in der Waage steht. Das ist auch so die wichtigste Neuigkeit der Woche. Mars in Waage wird viel Neues für die Waage bringen, viel Neues für den Widder bringen. Ja, und dann haben wir natürlich auch noch als eine zweite wichtige Sache in dieser Woche den anstehenden Vollmond in Fische. Best Vollmond ever, wie ich immer sage. Und der findet am Donnerstag früh statt, um ungefähr 3:30 auf 7 Grad in den Fischen. Das ist das, was wir astrologisch beachten müssen. Und von daher, lieber Roé, übergebe ich an dich. Ich bin sehr gespannt, welchen Spirit Guide du für uns bereitgehalten hast. Gleich mal, damit wir wissen, worüber wir heute reden. The Burning Serpent Oracle von deinem Lieblingszeichner, von Mr. Blaze. Einem meiner. Und von niemandem geringeren als wie die Old Grand Dame des Tarot, nämlich Rachel Bollack, die leider verstorben ist. Genau, es ist ein Lenormand-Deck mit ein paar Zusatzkarten, wenn ich mich recht entsinne. Hm? Wenn du einmal die Rückseite zeigen würdest, dann erklärt sich wahrscheinlich auch, warum ich gesagt habe, lass uns doch diese Karten nehmen, ne? Auf der Rückseite sehen wir unseren lieben Merkur. Vielleicht, wenn wir diese Karten nutzen, stimmt er sich etwas besser uns gegenüber. Ja, die Dame, die unterwegs mit Merkur ist, die sollte auch den Spirit Guide bekommen. Und dieser Spirit Guide, meine liebe Kirsten, die macht ja nichts Besseres als wie... Tadam. Ja, passt. Ah. Passt, ich mache es ein bisschen größer, damit wir ihn besser sehen. Der Berg, na, der liegt vor uns. Das ist jetzt so ein bisschen eine aufregende Geschichte. Immer wenn man so das Gefühl hat, oh Gott, da geht es ja hoch und wir kommen nicht weiter. Nee, bitte vergesst nie, der Berg braucht nicht nur ein Raufgehen, sondern auch ein Runtergehen. Und oft ist man gut daran bedient und beraten, wenn man seine Kräfte richtig einteilt. Und das wären auch so die, die Chancen, die Möglichkeiten, die Wichtigkeiten, die uns diese Karte mit in die Woche gibt. Teilt euch eure Kräfte gut ein. Also es hat auf jeden Fall was mit Herausforderungen zu tun. Und ich finde es ganz schön, dass hier im Vordergrund aber so eine Art Gewächs ist, was mich so ein bisschen an Klee erinnert. Ist es natürlich nicht, aber es hat was von irgendwie ist es zu schaffen, oder? Ja,
Und diese Kraft, dieses Gewächs, das hilft uns da ganz wunderbar in unsere Power zu kommen. Wenn ich richtig sehe, steht da oben auch IC oder was steht da oben? 8C oder? 8C. Ah, das bezieht sich auf die Skatkarten. Eight of Clubs, okay. Und die 21 macht mir natürlich auch Mut, denn die 21 ist im Tarot der Welt zugeordnet. Und die sagt uns, es hat alles, du kommst mit allem zum Ziel. Du musst nur eben dir deine Kräfte einteilen. Also von da gesehen stimmt das auch für mich wieder toll und zueinander. Sehr schön. Ja, vielleicht kannst du deinen Seelenhund noch etwas mehr ins Bild rücken. Der hat leider seinen Kopf so abgeschnitten bekommen. Der schaut woanders hin. Das würde ich auch tun bei dem Elend hier unten gerade. Und die Engelkarte, die du da präsentiert hast, die kann man auch gar nicht lesen. Ah, das liegt daran, dass du das. Ah, ich verstehe, ich verstehe. Ja, dann würde ich sagen, wandern wir durch den Tierkreis. Und lieber Roeda, hast du doch sicher wieder den Tierkreis vorbereitet. Na, selbstverständlich. Ihr Und da wisst, ist er schon. ja, ihr wisst, wir starten mit dem Geburtstagskind und das ist in diesem Falle jetzt die liebe Jungfrau, lieber Roeda. würdest du auch noch alles vorbereiten, damit wir der Jungfrau gebührlich etwas erzählen können? Das ist übrigens die Rückseite. Und damit ihr auch wisst, mit welchen Karten wir arbeiten, das möchten wir euch auch nicht vorenthalten. Ja, das ist eine gute Idee. Auch hier haben wir wieder den Robert M. Blaise, und zwar diesmal mit des Tarot of the Sevenfold Mystery. Sevenfold Mystery, ja, genau. So, das ist die Rückseite. Ja, und das ist die Karte für die Geburtstagskinder. Du hast das Ping vergessen. Nein, ich habe den Applaus gemacht. Die Geburtstagskinder haben einen Applaus verdient. Ah, das wusste ich nicht. Okay. Ja, dann, liebe Jungfrauen, seht ihr ja, dass ihr nicht nur Applaus bekommt, sondern auch noch eine tolle Karte, die du jetzt schon umgedreht hast, obwohl ich astrologisch noch nichts gesagt habe. Macht aber nichts. Ich sage das Astrologische jetzt einfach währenddessen. Liebe Jungfrauen, ihr habt es ja auch schon im Anreißer gehört, ne? Die Sonne ist in eurem Zeichen, das wisst ihr, denn ihr habt Geburtstagszeit. Leider ist auch Merkur, euer Herrscher, in eurem Zeichen rückläufig, obwohl es für euch sich wahrscheinlich gar nicht so anstrengend anfühlen wird, wie vielleicht für Fische, die euer Gegenzeichen sind und damit unter anderem arge Probleme bekommen. Ansonsten ja, bin ich jetzt leider nicht mehr aktiv, sondern eingefroren. Aber wir hören dich noch gut und laut. Vielleicht, Das wenn ich ist eine super übernehmen schöne darf. Sache. Ja, mach mal. Ja, also wir haben die Königin der Kelche und die Königin der Kelche gibt den Geburtstagskindern die Chance herzugehen und in ihrem kraftvollen, dynamischen, emotionalen zu sein und zu bleiben. Und wir haben hier auch mit dem emotionalen, weiblichen, wir haben ja die Königin, die Chancen, die nächsten Tage würdevoll zu gestalten. Und das kann die Jungfrau wunderbar. Und hier haben wir auch die Chance, dass wir mit Kirsten wieder dabei sind. Und vielleicht hat Kirsten noch ein paar astrologische Zusatzinformationen. Gerade ist Kirsten extrem genervt und versucht sich wieder zu beruhigen. Und ja, Merkur rückläufig in eurem Zeichen, Sonne in eurem Zeichen. Und der Vollmond am Donnerstag um 3:35 Uhr in der Früh ist natürlich für euch relevant. Zwar findet der in den Fischen statt, aber dafür braucht es natürlich die Sonne in der Jungfrau, damit wir einen Vollmond in den Fischen haben können. Achtet mal darauf, was euch so in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag passiert. In dem Zusammenhang finde ich es ja interessant, dass wir hier die Königin der Kelche haben, denn die hat ja was sehr Fischiges und legt jetzt quasi den Fokus darauf zu schauen, was an Inspiration kommt mir zu diesem Vollmond
Was darf ich denn ja so für den Rest des Jahres umsetzen an spirituellen Themen? Das ist ja eure große Stärke, Spiritualität ins Hier und Jetzt holen. Das wäre etwas, was ich mit der Karte, wie auch mit der Astrologie gerade verbinde. Geht die Dinge langsam an, ärgert euch nicht, wie ich das tue. Ihr kriegt nur ein Magengeschwür. Und das, liebe Geburtstagskinder, waren Kirstens Worte für euch und eure kommende Woche. Ja, liebe Wagen, auch für euch steht eine neue Energie im Raum, denn die Energie des Marses, die wird euch jetzt besuchen. Mars ist der Herrscher eures Gegenzeichens Widder. Und immer wenn Mars durch die Waage läuft, bedeutet das für euch gute Flirtchancen. Das heißt, ihr werdet vielleicht auch von außen angegraben. Ja, vielleicht ist aber auch der ein oder andere da, der nicht so nett zu euch ist, euch provozieren will. Versucht dann eure diplomatischste Art und Weise herauszukehren, um mit dieser Person gut umzugehen. Es ist ein sehr guter Test für euch gerade, denn eure Herrscherin Venus läuft ja immer noch rückläufig durch den Löwen. Das Thema Selbstwert, Selbstliebe wird da stark ausgetestet. Und je besser ihr den Personen gegenüber begegnet, die euch entweder in einer positiven oder negativen Art und Weise ja, antreffen, umso besser arbeitet ihr mit der Energie dieser rückläufigen Venus. Ansonsten, ja, keine großen Veränderungen für euch. Wobei das mit Mars natürlich eine starke Veränderung ist. Es gibt euch auch viel Kraft übrigens, um eure Projekte durchzusetzen. Rohe gibt euch jetzt einen weiteren Impuls. Spannenderweise haben wir bei den Karten, die Robert Blase hier gemalt hat, sehr oft den Raben. Hier haben wir die Stäbe und zwar haben wir hier die neun Stäbe, wenn ich das richtig sehe. Ja, neun Stäbe. Und diese neun Stäbe, die unterstreichen ja das, was Kirsten euch gerade mitgegeben hat. Diese neun Stäbe, kraftvoll, Power für die Liebes- und auch schönheitsbetonten Wagen und die geben euch vielleicht die Kraft und die Power, die ihr im Moment gar nicht so verspürt, wo ihr so ein bisschen noch so im Sommerflow seid und so ein bisschen euch dahin rödelt. Und dann kommt diese Energie und die kann euch eben auf vielen Ebenen, wie es auch Kirsten gerade erzählt hat, nach vorne werfen. Ich finde, das passt sehr, sehr gut zu dem, was ich gerade gesagt habe. Kraft, Stärke, ein bisschen auch so vielleicht Erfahrungen mit der Anderswelt, wenn ich mir hier diesen Raben ansehe. Ja, tolle Karte eigentlich. Und das, liebe Waagegeborenen, waren unsere Worte für euch und die kommenden Tage. Und hier ist die Der Karte. Skorpion. Lieber Skorpion, Mars wechselt das Zeichen. Mars ist ein alter Herrscher. Das kann für dich interessant sein. Er wird jetzt in der nächsten Zeit durch die Waage reisen, hier auch ein bisschen mehr noch Diplomatie und Feingespür bieten. Pluto, dein Herrscher, bleibt weiterhin rückläufig im Steinbock unterwegs, arbeitet mit Uranus und Jupiter zusammen. Ja, für dich ansonsten keine so wichtigen Veränderungen für die nächste Zeit, muss ich sagen. Wir müssen jetzt alles mal auf Rois Karte setzen und schauen, was das für dich in der kommenden Woche bedeutet. Vier der Münzen. Das ist aber eine coole, ja, entschuldige. Und vier der Münzen, lieber Skorpion, der hilft dir wieder in dem, was du eigentlich gut kannst, nämlich im Beharrlichsein, im, wie es hier dargestellt ist, im Graben nach den wirklichen, wahren Antworten und in dem Umsetzen dann, wenn wir die Antworten haben. Und darum ist es so unendlich wichtig, dass ihr euch jetzt mal wegbegebt von eurer emotionalen Energie hin zum Handfesten, dass wenn ihr was ausbuddelt,
dass ihr zu dem auch steht und bleibt und nicht dann sagt, haha, wir haben es ja immer schon gewusst und jetzt töte ich noch, sondern dass ihr hergeht und aus dem, was ihr an Antworten hier in eurem tiefen Inneren rausholt, dass ihr diese Antworten daraus auch was wachsen lässt. Das ist auch ganz wichtig. Denn nur die Antwort zu haben, um dann zu töten, ist zu einfach, sondern ihr müsst, ihr solltet, ihr dürft mit diesen Antworten was bauen, was weiterentwickeln. Und vielleicht ist das genau euer Schub für die nächsten Wochen, könnte ich mir gut vorstellen. Ich persönlich finde, dass das eine sehr schöne Skorpion-plutonische Karte ist, weil es halt darum geht, aus der Tiefe Schätze hervorzuholen, die mit vielleicht auch alten Ressourcen zu tun haben, die von euren Ahnen kommen. Und das passt für mich auch nochmal sehr gut dazu, dass euer Herrscher Pluto im Steinbock ist und ihr jetzt so in den letzten Zügen seid, so wichtige Dinge hochzugraben, ja, die euch schon ganz lange beschäftigen und die wahrscheinlich mit eurem Erbgut im weitesten Sinne zu tun haben. Und das, liebe Skorpione, waren unsere Worte für euch und die kommenden Tage. Und als nächstes kommt der Schütze an die Reihe. Für euch, liebe Schützen, steht gerade nicht so viel an. Ich muss das mal kurz nochmal für mich überschlagen. Jupiter, euer Herrscher, bewegt sich nicht. In den Zwillingen passiert auch nicht viel. Gut, dass die Sonne jetzt in der Jungfrau ist, dass Merkur rückläufig ist, ist für euch vielleicht anstrengender als für andere Zeichen, denn ihr seid ein flexibles Zeichen, ebenso wie das die Jungfrau ist. Das zeigt, das bedeutet, dass Dinge, die dort geschehen, euch immer so ein bisschen querlaufen. Aber eigentlich sollte die Bahn für euch frei sein, die Dinge zu tun, die ihr gerne tun möchtet. Schauen wir uns doch am besten die Karte an, die Rohe gezogen hat. Passt auch sehr schön zum Schützen. Ja, ich war ein bisschen erstaunt, wie ich jetzt die Karte umdrehe und ich da erkenne, ich mache es ein bisschen größer, denn das ist mir, warum, ich kann es nicht sagen, warum mir das sofort aufgefallen ist. Und wenn wir genau hinschauen, das ist die 8. Ja, also wir haben hier die Zählweise von Crowley. Ja. Also die Kraft ist das jetzt? Nee, es ist die Justice, die Gerechtigkeit. Mhm, okay. Und Place geht weg von der Zählweise, die wir ja von Wade Smith her kennen, und erlaubt sich hier zu sagen, du musst zuerst gerecht sein, du musst zuerst dich mit dir auseinandersetzen, du musst zuerst diese Waagschale in die Balance bringen, bevor du weitergehen kannst. Und das finde ich einen sehr spannenden Ansatz, denn Wade sagt ja, du musst Kraft haben, in dem Moment musst du die Kraft haben, hin zum Eremiten zu kommen. Und hier ist es umgekehrt, hier ist es anders. Und darum, liebe Schützen, ich glaube, jetzt ist die Frage, wie stark könnt ihr euch eure Gerechtigkeit erlauben? Wie grandios seid ihr darin? Und das ist vielleicht ein Thema zum Überlegen in den nächsten Tagen. Das wäre so mein Impuls. Denn wir sehen ja auf seinem Schild, da hat er eine ausgewogene Waage. Unten diese herrschaftliche Gestalt, da stimmt die Waage noch nicht. Also von da gesehen wäre es vielleicht noch an der Zeit zu sagen, wo bin ich fair, wo bin ich in meinem Thema, wo passt es für mich? Tatsächlich soll die Frau die Seele der Vernunft darstellen, die unparteilich ist und ihre Waage nutzt, um die Wahrheit zu finden. Sie übergibt ihr Schwert ihrem Kavalier, ihrem Ritter, der geschworen hat, den Ehrenkodex der Ritter einzuhalten und die Ehre von Lady Justice zu verteidigen, wie auch die Ehre der Frauen. Sie lehrt, dass man nicht das Richtige, du musst einmal kurz weggehen, ich übersetze das. Sie lehrt, dass man
etwas Falsches nicht in etwas Richtiges einfach umformen kann, sondern dass nur die Wahrheit tatsächliche Wahrheit ist. Herr Rohe musste kurz sich verabschieden. es ist sicher gleich wieder da. Ich persönlich finde diese Karte auch wirklich sehr, sehr schön und sehr ungewöhnlich. Ich konnte mich auch gar nicht daran erinnern, dass wir diese Interpretation in dieser Form haben. Schön, dass du wieder da bist, Schatz. Ich denke, das waren unsere Worte für den Schützen und es kann weitergehen. Ja, danke, dass du mich vertreten hast. Nun kommt der Steinbock an die Reihe. Liebe Steinböcke, ihr habt es schon gehört. Pluto weiterhin rückläufig in eurem Zeichen. Da gibt es auch bis Januar keine großartige Veränderung, außer dass er mal wieder direktläufig wird. Für euch bedeutet das nichts Neues. Bis morgen Mittag ungefähr ist der Mond noch im Steinbock. Das könnte sein, dass ihr heute, gestern, auch morgen noch ein wenig ja von seiner Energie profitiert, ein wenig das Wochenende vielleicht auch für Verinnerlichung genutzt habt, um euch dann auf den Vollmond vorzubereiten, der am Donnerstag stattfindet. Wie gesagt, ist nicht euer Vollmond unbedingt, von daher astrologisch keine so dramatischen Neuigkeiten. Lieber Rohe, erzähl mal, was du für eine Karte gezogen hast. Ja, nicht ganz ein majestätischer Steinbock, würde ich eher sagen, so auf den ersten Blick ist es ein Steingeiß, aber nicht minder stark, nicht minder kraftvoll. Wir haben hier die 9 der Kelche. Ja, super. Ist ja auch eine interessante Interpretation. Wenn wir jetzt für der Geschichte der Natur folgen und uns überlegen, wie denn so ein Steinbock nach oben geht. Und das sehen wir schon, der ist auf dem Überlegen, wo kann ich den nächsten Sprung landen. Na, der ist da schon am Überlegen, wie es weitergeht. Und der Krieg kommt ja nur weiter, wenn er seine ganze Emotion einsetzt, um weiterzuspringen, um höher zu kommen, um in seine Sicherheitszone raufzukommen, wo ihn kein Feind mehr nachstellen kann, kein Bär, kein Fuchs, kein sonstiges Raubtier, und von oben runter hat er auch keine Gefahr, denn so stark ist kein Adler, um einen ausgewachsenen Steinbock oder einen Steingeiß zu töten oder nur ein paar Meter mit in seinen Schwingen tragen zu können. Das funktioniert nicht. Mir fällt jetzt das Bild vom Berg wieder ein. Ja. Ne? Weil das du anfangs gezogen hast. Und der Steinbock, der liebt ja die Berge, ne? Ja, das ist das eine, aber wir haben noch etwas anderes. Ich glaube, ich habe beim letzten Mal gesagt, liebe Steinböcke, jetzt habt ihr so die Chance, dass ihr hier nach oben kommt. Und ich glaube, jetzt manifestiert sich das schon ein bisschen. Ja, die Karte heißt ja eigentlich Glück, ne? Mhm. In anderen Decks. Und hier in dem kleinen Begleitbuch, das ich hier liegen habe, neben mir steht auch, dass es eine Karte ist, die sagt, ich habe jetzt den richtigen Standpunkt, um den nächsten Sprung zu wagen mit Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit. Passt für mich auch gut zu dieser ganzen Pluto-Thematik, dass ihr immer mehr in eine Perspektive kommt, nach wirklich schwierigen Jahren euch auf dem Höhepunkt eurer Kraft zu finden, um dann ab Januar einen ganz tollen neuen Sprung zu wagen. Ja, klar. Mit diesen Worten, lieber Steinböcke, verabschieden wir euch in eure nächste Woche, denn das waren unsere Worte für euch. Vielen Dank. Liebe Wassermänner, wenn bis Montag der Mond im Steinbock ist, bedeutet es, dass ab Montag bis ungefähr Mittwoch er durch euer Zeichen reist. Und das ist ja jeden Monat immer wieder eine gute Zeit, um noch mal ein bisschen mehr ins Gefühl zu kommen. Ich will nicht sagen, dass Wassermänner keine Gefühle haben, aber ihr seid schon eher mit dem logischen Denken unterwegs. Und von daher solltet ihr diese Phasen, wenn der Mond durch euer Zeichen läuft, wirklich immer wieder mal nutzen, um ein bisschen tiefer ins Gefühl zu gehen. Noch dazu, wenn der Vollmond in Fische dann
am Donnerstag ansteht. Also schaut mal, was an wichtigen emotionalen Themen gerade für euch zu bearbeiten ist. Gut ist für euch auch, dass Mars in die Waage eintritt, Luftzeichen, ihr seid auch ein Luftzeichen. Das heißt, ihr bekommt auch viel Energie von außen, nicht ganz so anstrengend vielleicht manchmal wie für die Waage, die ja auch durchaus mal mit einer Provokation rechnen muss. Ihr habt kein Problem mit Provokation, ihr lasst euch ganz gerne provozieren, um dann zurück zu provozieren. Aber der Mars in der Waage hilft euch, euch zu besser noch zu positionieren bei den Dingen, die ihr erledigen wollt. Ich schaue mal, oder wir schauen mal, ob Roy das ähnlich sieht mit den Karten. Ui, das sind echt schöne Karten. So ein bisschen rein, damit man die besser sieht. Mhm. Wir haben den Mond. Was habe ich gesagt? Ist ja spooky, sag mal. Und der Mond ist die Karte, liebe Wassermänner, die euch auf das reduziert, was ihr besonders gut könnt, nämlich Projekte designen. Umgangssprachlich Dinge nach vorne zu hauen. Also von daher gesehen, genau das, was im Mond auch drinnen steckt, nämlich sich seiner Ängste bewusst werden, aber dann die Ängste nehmen und durch die Ängste stärker werden. Und das könnt ihr wunderbar. Auch letztens oder vor 14 Tagen war das schon Thema, dass euch das eine Phase ist, die sehr proaktiv für euch ist, die sehr produktiv werden kann. Und darum empfehle ich den Wassermännern und Frauen, traut euch jetzt besonders nach vorne zu gehen, traut euch jetzt, euch zu repräsentieren. Könnte sowieso keine Sache für euch, aber jetzt wäre es nochmal Zeit, dass ihr das umsetzt. Also hier die Nixe, die wir da sehen, das soll Frau Luna selbst sein. Frau Luna ist gleichzeitig Venus, Diana und wieder die Seele der Gerechtigkeit, die wir schon beim Schützen kennengelernt haben. Okay. Die anderen Wesen um sie herum sind niedrigere Seelenanteile, die ihre Meerhunde geworden sind und die sie immer mit sich trägt. Bei der Karte geht es laut Robert M. Place darum, die Tiefe der See mit dem Himmel zu vereinen. Der See oder die See ist das Unbewusste und der Himmel ist das Überbewusste. Eigentlich ein bisschen das, wie was ich gesagt habe eingangs aus astrologischer Sicht. Ja, und wenn man dann überlegt, dass Kirsten nicht weiß, welche Karten ich ziehe. Das stimmt. Ja, liebe Wassermanngeborenen, das waren unsere Worte für euch und die folgenden Tage. Sehe ich das richtig, dass wir eine kurze Trinkpause haben, lieber Roé? Ja. Würdest du es mir, um es mir einfacher zu machen, den Wassermann wegmachen, dann weiß ich ja, besser, ja, wie ich die einzelnen Shownotes bearbeiten kann. Ihr wisst ja inzwischen, dass ihr auch in den Shownotes immer zu eurem Zeichen springen könnt, wenn ihr euer Zeichen sucht noch einmal. Das ist ein Service, den wir bieten, der ganz schön anstrengend ist. Und deswegen ist es einfach besser, wenn ich auch visuelle Marker dafür habe. Mach ich doch. Lieber Ruf, steht etwas für dich an ab der nächsten Woche? Also heute ist ja Sonntag, morgen ist dann der 28. August. Ja, ich hab eine schön anstrengende Woche nochmal vor mir. Bin zufrieden, komm nochmal mit meinen Wochen. Also Nachtgedanken am Dienstag, ja. Am Montag weit. Kommst du mit deinen Nachtgedanken. Montag? Ja. Ja, ja, vielleicht auch Montag. Vielleicht mache ich zweimal, weiß noch nicht. Ich glaube nicht, dass du am Dienstag was machen wirst. Nachtgedanken mache ich inzwischen sehr, 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 sehr gerne. Habe da auch schon eine sehr treue, mir immer wiederkehrende Zuseherschaft, die mich sehr unterstützt, sehr toll. Und als nächstes plane ich ein neues Format,
das ein bisschen anders ist als wie das, was wir bis anhin gemacht haben in der Geheimnisakademie. Freut euch schon mal drauf. Wir werden das im September, also im August schaffe ich es nicht mehr, wahrscheinlich im September starten. Ja, und von mir aus gesehen, die nächste Woche wird wirklich sehr anspruchsvoll. Deswegen werden wir auch nicht so viele Live-Gänge haben, wie das in anderen Wochen der Fall ist. Obwohl wir für Mittwochabend natürlich wieder eine längere Session planen, denn wir müssen ja irgendwie den Vollmond feiern. Mittwochabend kann das dann auch sehr gut sein. Das hängt jetzt auch noch ein bisschen von Christopher ab, inwieweit er zur Verfügung steht, dass wir den Rat der drei machen. Und das Vollmondthema wäre am Mittwoch auch Sache. Wenn er nicht von Untersberg rauskommt. Genau, da müssen wir mal sehen, ob er da von den Dämonen gehalten wird im Untersberg. Ansonsten möchte ich nochmal alle, die hier schauen, darauf aufmerksam machen, dass Roy und ich am 13. September, das ist jetzt wirklich nicht mehr so lange hin, unseren letzten Tarotkurs der alten Schule starten. Dieser Online-Kurs existiert seit 2020. Wir haben ihn in Corona-Zeiten begonnen. Vorher haben wir immer präsenzmäßig unterrichtet, viele, viele Jahre lang. Und nun wird auch dieser Online-Kurs zu den Akten gelegt und wir werden eine andere Form des Kurses machen. Wenn ihr noch einmal noch mal wirklich ausführlich einen Tarotkurs mit uns machen wollt, im Doppelpack, ihr habt zwei Tutoren quasi für den Preis von einem, wenn man die heutigen Preise auf dem Markt vergleicht. Dann solltet ihr diese Chance ergreifen, mitzumachen. Ihr könnt diese Sessions auch immer nachsehen, wenn ihr irgendwie Probleme habt, bei allen Terminen dabei zu sein. Gar kein Problem. Danach wird es diesen Kurs so nicht mehr geben. Nie mehr. Das Zweite, was ich auch im Sternenforum, in der Sternen-Community gepostet habe, Sternlicht-Community, ist, dass ich im September und im Oktober jeweils einen Tarot-Workshop machen werde für die Sternenlichter, für unsere Geheimnisakademie. Einen zu Tarot und Numerologie und einen zu Tarot und Kabbalah. Immer an einem Samstag, wenn ich mich recht entsinne. Oder war es ein Sonntag? Ich glaube, es ist ein Samstag. Oder einmal ein Samstag und einmal ein Sonntag. Die Termine stehen alle im Forum, sie stehen natürlich auch auf der Homepage und wenn ihr Lust habt, macht doch mit. Wir fangen jetzt hier auch ein bisschen an, in der Geheimnisakademie das Thema Tarot wieder mehr nach vorne zu bringen, was auch bedeutet, dass Christopher und ich die Sessions nachholen, die wir euch noch schulden zur Numerologie. Und das wird jetzt langsam aber sicher sich einspielen. Aber tatsächlich ist die letzte Augustwoche für uns nochmal eine sehr anstrengende Woche. Nicht zuletzt, weil Dienstag eine Jungfrau Geburtstag hat, die sehr anspruchsvoll ist, wenn sie Geburtstag feiert. Ja, das ist ich das, weiß was ich es euch gar nicht, wen du meinst, und mir fallen auch dazu keine Namen ein. Ja, das kann ich mir vorstellen. Lieber Roe, wenn du sonst nichts Neues hast, können wir, glaube ich, weitermachen. Ich habe gar nichts getrunken vor lauter Schreck. Naja, du hast natürlich auch sehr viele Informationen rausgegeben. Ich möchte nochmal einhaken zum Tarotkurs. Es ist wirklich eine ganz intensive Geschichte. Ihr bekommt Kirsten mit all ihrer Kompetenz und Wissen. Ihr bekommt mich als Schleifer mit all meinen Kompetenzen und Brutalitäten. Also wer noch einmal lustig und launig ist, sein Tarotwissen ins Unendliche zu steigern. Jetzt habt ihr nochmal die Chance. Wir wissen nicht, wie das in Zukunft wird und ob es diese Form jemals nochmal geben wird. Also, seid dabei, es hat noch Plätze. Ja, die Fische müssen heute gar nicht so lange warten. Wir rücken wirklich der Fischezeit immer näher wieder. Es ist ein bisschen scary, wenn man so durch den Tierkreis läuft neuerdings, weil man merkt, wie die Zeit doch verfliegt. Und liebe Fische, ihr habt eine besondere Woche vor euch. Abgesehen davon, dass die Sonne durch euer Gegenzeichen läuft und ihr durchaus von außen auch gezeigt bekommt, welche Dinge eigentlich in eurem Leben stärker in den Vordergrund gestellt werden sollten, ist ja auch Merkur in eurem Gegenzeichen rückläufig. Es gibt manche Fische, die sich darüber ärgern. Ich weiß jetzt gerade nicht, wer, aber manche haben damit so ihre Probleme.
Aber ansonsten sollte es eigentlich ganz gut für euch laufen. Nehmt euch die ersten Tage der Woche Zeit. Ab Mittwoch läuft dann der Mond durch euer Zeichen, um dann am Donnerstag um ungefähr halb vier in der Früh in einen Vollmond zu kulminieren. Und das bedeutet für euch, dass ihr Rückschau halten solltet. Was war denn zu Neumond in den Fischen jetzt im Februar, März? Ich habe es gerade nicht parat, wann der war. Mir ist wie Anfang der Fischezeit. Und was habt ihr bis damals angestoßen? Was kommt jetzt zur Erfüllung da seit dieser Zeit? Was solltet ihr vielleicht lieber entlassen und abschließen? Das sind so Dinge, die für euch gerade wichtig sind. Ja, und der Donnerstag, der wird dann sicher ein sehr interessanter Tag für euch. Ansonsten, Neptun und Saturn sind weiter in eurem Zeichen. Der Mond berührt diese Zeichen in der kommenden Woche. Es wird, glaube ich, eine intensive Woche für euch. Ihr hört es ja schon von Roy und mir, dass einiges zu tun ist bei uns. Lieber Roy, zeigt uns doch mal bitte jetzt eine gute, schöne Karte für die Fische. Wir machen, was wir können. Ah. Die Königin der Schwerter animiert den Fisch mal, sich zu überlegen, ob er nicht doch mal klar kommuniziert, was ihm so auf der Seele brennt. Auch wenn wir den Merkur nicht so läufig haben, wie es viele anwesende Moderatorinnen so für sich wünschen. Aber manchmal ist es besser zu sagen, was raus will, auch wenn es nicht immer dem nötigen, empathischen, gediegen des Umfelds entspricht. Wir verstehen grundsätzlich, dass die Fischen, ja, ich rede jetzt da mit doppeltem Plural, dass es den Fischen nicht immer so möglich ist, die richtigen Worte zu finden, weil sie ja so sensibel sind. Aber wenn sie es dann rauslassen, dann bleibt das im Gedächtnis. Und darum in der nächsten Woche überlegt euch wohl, mit welchen netten Worten ihr eure Umfeld da betreut. Ich finde es interessant, dass wir für die Jungfrau die Königin der Kelche hatten und jetzt für die Fische die Königin der Schwerter. Also wirklich die Vertauschung eigentlich der Aufgaben dieser beiden Zeichen. Die Fische sind ja eher so für das wässrige, emotionale zuständig, die Jungfrau für das klare Verständnis. Und mit diesem rückläufigen Merkur, der durch die Jungfrau läuft und diesem Austausch der Energien, ja, da kann ich gerade viel anfangen mit. Also den Jungfrauen sollte es darum gehen, etwas mehr fischig zu sein, etwas mehr Spiritualität zu leben. Und die Fische, die tun gut daran, mal die Spiritualität so ein klein wenig in den Rücken zu kehren und ein bisschen mehr Realität in ihr Leben zu bringen. Ja, liebe Fische, das waren unsere Worte für euch und die kommenden Tage. Sehr schön. Der Widder kommt nun dran. Liebe Widder, ich überschlage gerade, dass ihr natürlich auch etwas Wichtiges habt. Heute ist Mars in die Waage, euer Gegenzeichen, gewandert und Mars ist euer Herrscher. Für euch bedeutet das, dass ihr einerseits auch wieder von außen damit rechnen könnt, dass Dinge an euch herangetragen werden, mit denen ihr nicht immer so einverstanden seid. Es kann flirtig zugehen für euch, es kann aber auch durchaus das ein oder andere aggressive Gemetzel ausgetragen werden, wo ihr die Chance bekommt, euer Testosteron mal ein wenig runterzuschalten und eure Diplomatie zu üben. Das wird die Aufgabe der kommenden Wochen für euch sein. Denkt daran, dass auch der aufsteigende Mondknoten gerade durch euer Zeichen läuft. Und wenn Mars jetzt da mitspielt, dann habt ihr die Möglichkeit, nicht nur in der kommenden Woche, sondern auch längerfristig, ja, so ein paar Themen zu bearbeiten, die immer mal wieder in eurem Leben auftauchen, Muster euch klar zu machen und sie vielleicht auch abzulegen, wenn sie euch nicht mehr gut tun. Das ist das, was ich euch aus astrologischer Sicht mitgeben kann. Und Rui steht schon in den Startlöchern, um euch eure Karte zu zeigen. Kann es gar nicht mehr erwarten, Ich widermäßig. merke das, ich merke das.
Steht im König, Ring. Entschuldigung, Ritter der Kelche. Und dieser Ritter der Kelche, der gibt euch genau diese Emotion mit, die ihr umsetzen dürft. Nicht mit der berühmten Widergeschwindigkeit, nicht mit dem berühmten Kopf durch die Wand, sondern diesmal emotional geschmeidiger herzugehen und zu zeigen, hey, schau mal, ich komme auch zum Ziel. Einfach nicht mit Brutalität, sondern mit der feinen geschliffenen Emotionalität. Und hier sehen wir auch wieder für die Wiedergeborenen, ihr könnt auch zum Ziel zu kommen, ohne brutal zu sein, ohne eine Form des Hoppla, jetzt komme ich's. Ist schwierig, wenn man es so nicht gewohnt ist, aber ist realisierbar. Wir hatten ja letztes Mal, erinnere ich mich noch gut dran, den Teufel gezogen für die Widder, ne? Und das passt für mich sehr schön mit dem Ritter der Kelche zusammen und der Mondknotenachse. Also Dinge, wo wir nicht weiterkommen, weil wir immer wieder dieselben Fehler begehen, sag ich mal, uns immer wieder in dieselben Abhängigkeiten begeben. Die können wir jetzt, dadurch, dass Dinge auch im Außen geschehen, dass wir uns anders positionieren als sonst, abändern. Und dann unseren Visionen klarer wieder folgen. Ja, liebe Wiedergeborenen, das waren unsere Worte für euch und die kommenden Woche. Nun kommt der Stier an die Reihe. Für euch, liebe Stiere, keine großen Veränderungen. Eure Herrscherin Venus weiter rückläufig im Löwen, das schert euch gerade nicht so. Uranus und Jupiter in eurem Zeichen unterwegs. Es gibt keine Veränderungen für euch zur letzten Woche. Was ich gerade für den Widder ausgelassen habe, war, dass auch der Mond, und das passt natürlich noch mal gut zum Ritter der Kelche, durch euer Zeichen laufen wird, nachdem wir den Vollmond hatten von Freitag bis Sonntag. Aber Richtung Sonntagabend wird dann auch der Mond in euer Zeichen kommen, liebe Stiere. Und ihr startet dann die nächste Woche mit frischen neuen Energien. Spürt mal nach, ob dieser Vollmond da zu etwas in euch anklingen lässt, was ihr dann in der kommenden Woche umsetzen könnt. Aber ansonsten alles schick aus astrologischer Sicht. Roy, jetzt bitte eine gute Karte. Sechs Schwerter. Ah, die ist sehr schön. Ja, finde ich genial, finde ich sehr schön, finde ich stimmig zu dem, was du gesagt hast. Wenn ich mir aber das Bild ganz genau betrachte, dann stimmt es nicht ganz, nämlich der rote Wimpel oben müsste eigentlich, doch, stimmt. Der Wind kommt von hinten, der Wimpel geht da vorne. War ein Denkfehler. Finde ich toll, dass uns die Gedanken weitertreiben. Finde ich toll, dass der Stier jetzt da mal motiviert wird, seinen Intellekt mal zu zeigen. Was auch immer schön ist bei diesen Bildern, man sollte nie vergessen, es geht nicht nur um das Element Luft, sondern diese Boote sind auch immer auf Wasser. Also der Hinweis darauf, hey, fühl auch mal in dich rein. Was macht es eigentlich mit dir, wenn du sowas sagst? Oder was löst du aus beim anderen, wenn du so etwas sagst? Also voll die Emotion darf hier nicht vergessen gehen, darf hier nicht in den Hintergrund rücken, sondern sollte immer noch genau die gleiche, wenn nicht vielleicht sogar ein bisschen mehr Raum haben, als wie wir hier nur die Schwerter sehen. Also liebe Stiere, vielleicht da mal bei allem Intellekt vielleicht ein bisschen aufpassen, was ihr so rauslässt. Ja, ich habe da nichts weiter zu sagen und Liebe Stiere, wenn Kirsten nichts mehr zu sagen hat, dann waren das unsere Worte für euch und die kommenden Tage. nun kommen die Zwillinge an die Reihe. Auch für euch ist es angenehm, dass Mars nun durch die Waage läuft. In der Jungfrau war das ein bisschen anstrengend für euch. Und ja, ihr habt immer noch rückläufigen Merkur. Auch in der Jungfrau auch nicht so gut für euch. Die Jungfrau kommt damit fast besser klar.
Aber Mars, der gibt euch jetzt schöne Impulse, auch wenn ihr vielleicht jetzt nicht so durchstarten könnt in den nächsten Wochen bis Mitte September, wie ihr euch das vielleicht gerne vorstellt, habt ihr doch eine sehr schöne Möglichkeit zu brainstormen, kreativ zu sein und euch zu überlegen, was ihr machen werdet, wenn Merkur endlich wieder direktläufig wird und dann auch in die Waage geht, was euch auch wieder sehr positiv unterstützt. Von daher achtet ein bisschen darauf, dass ihr so eine Stop-and-Go-Bewegung, die tatsächlich passieren kann durch die Rückläufigkeit, durch Mars in der Luft, dass ihr nicht irgendwie ständig euch selbst im Wege steht und euch blockiert, sondern nehmt euch ein bisschen zurück, bleibt im Flow, kriegt keine Wutanfälle, wie das manche Menschen mit Zwillingsmond tun, wenn was nicht funktioniert. Und dann ist alles gut für euch. Wie sieht es aus Sicht der Karten aus, lieber Roé? Bin jetzt gerade ein bisschen mit Schnappatmung unterwegs. Ich sag's doch. Geht doch. Damit ihr alle das mal wieder besser seht, ein bisschen reinzoomen. Ne? Die 21. Und wir sehen hier wunderschön, was die. Ja, ich muss sie noch ein bisschen nach oben, nach rüber schieben, dann seht ihr es besser. Was diese wunderschöne Karte euch, liebe Zwillinge, mitgibt. Ne? Die gibt euch nämlich nicht nur ein riesengroßes Herz mit dem ihr alle Dinge erleben könnt, sondern auch die vier Elemente sind jetzt gefüllt. Die Kreise, die wir sonst irgendwie verschattet dargestellt sehen, sind gefüllt. Und diese Person erlaubt sich mit Anker und Kreuz ihren Weg zu gehen. Und zwar bis zum nächsten Mal zu gehen. Und von daher finde ich das eine sehr tolle Hinweiskarte für die Zwillinge unter uns, die jetzt die Chance haben, also ein bisschen noch mehr in ihren Flow zu kommen, noch mehr gehen zu können, noch mehr aufbrechen zu können. Finde ich toll, finde ich schön. Passt zu dem, was du gesagt hast gestern. Also wir sehen hier Prudentia abgebildet, aber auch gleichzeitig die Weltenseele. Als Prudentia sehen wir die vier Kardinaltugenden abgebildet, die durch das Gefäß der Mäßigkeit, den Löwen der Stärke, die Waage der Gerechtigkeit und den Spiegel der Prudentia, die dann wahrscheinlich auf der 11 zu finden ist, abgebildet sind. Und als Sophia sehen wir die drei christlichen Tugenden abgebildet. Vertrauen, Glaube, Charity ist, was ist Charity? Wohlwollen. Wie sagt man, wenn man für andere da ist? Das, wenn man Unterstützt. spendet und so. Ja, anderes Wort, ich habe es gerade nicht. Hoffnung, ich habe es gerade nicht. Wenn du für andere spendest, so. Und Charity. Vertrauen. Und zwar sind das Kreuz, das flammende Herz und der Anker. Wohltätigkeit, so, Wohltätigkeit. Und hier kommt alles zusammen in dieser Karte. Und dadurch ist sie auch die Quintessenz des Lebens. Liebe Zwillingsgeborene, dies waren Kirstens Worte auch für euch. Und auch die von Roé. Ich muss ein bisschen größer machen, dann stimmt es wieder. Ich werde hier gerade so ein bisschen weggesogen. Ich weiß nicht, ob ihr mich noch sehen könnt. Doch, doch, ist alles Passt. da. Okay. Der Krebs kommt an die Reihe. Liebe Krebse, bei euch war jetzt ja lange nicht so viel los. Aber dadurch, dass jetzt der Vollmond in Fische ansteht, da profitiert ihr natürlich stark davon. Der Vollmond in Fische, ich habe das vorhin nicht beim Skorpion erwähnt. Für alle Skorpione, die noch zuschauen, der ist natürlich für euch auch wichtig. Es lohnt sich immer, das komplette Wochentaroskop anzuschauen, weil manchmal habe ich nicht alles parat. Auf jeden Fall, der Vollmond in Fische ist ein sehr angenehmer Vollmond für euch. Er unterstützt eure Spiritualität, eure Tiefgängigkeit
eure Art und Weise, euch emotional mit der Welt auseinanderzusetzen. Und so solltet ihr euch diesen Tag doch groß im Kalender anstreichen. Es ist ja wirklich eine sehr schöne Energie für euch am Donnerstag. Ansonsten sollte auch nichts schlecht sein. Gut, Pluto ist immer noch in eurem Gegenzeichen, aber da seid ihr dran gewöhnt. Ich setze jetzt mal darauf, dass Rohi eine gute Karte für euch gezogen hat. Yay. Bitteschön, da haben wir sie schon. Sehr schön. Ja, und mit den Neun der Münzen kann man, glaube ich, ganz gut zufrieden sein, liebe Krebsinnen und Krebse. Denn diese Karte zeigt euch, was ihr schon alles hinter euch gebracht habt, wo eure große Kraft ist und was ihr alles noch wachsen lassen könnt. Finde ich sehr schön dargestellt, diese neuen Münzen. Und diese neuen Münzen geben euch Gewissheit, dass die nächsten Tage für euch, ja, wollen wir so sagen, ein Sahnehäubchen werden für all eure Tätigkeiten. Meistens ist ja im Tarot die Acht der Münzen der Wunschbaum, der Geldbaum. Hier hat der Künstler das auf die Neun der Münzen gelegt. Und ja, ihr scheint wirklich Früchte ernten zu können. Wir hatten ja noch eine andere Neun, nämlich beim Steinbock hatten wir die Neun der Kelche. Also für mich, und wir hatten auch die anderen Neun, die Neun der Stäbe hatten wir auch beim Skorpion, glaube ich, ne? Und nee, bei der Waage. Bei der Waage. Nee. Bei der zweiten, ja, bei der Waage. Bei der Waage. Interessant, weil das sind alles die kardinalen Zeichen. Nur beim Widder hatten wir keine neuen. Aber für mich bedeutet das, dass wir wirklich hier an einem Punkt, so auch kurz vor der Tag- und Nachtgleiche sind, wo wir ganz tolle Ernte einfahren können. Es ist ja auch Erntezeit. Ja, und das waren unsere Worte für euch und die kommenden Tage. Liebe Krebse geboren. Nun sind wir beim Löwen angelangt. Und ja, das ist noch nicht eure Tarotkarte, lieber Löwe, der hübsche Löwe, der da hinten drauf zu sehen ist, sondern die Karte wird gleich enthüllt. Eure Geburtstagszeit ist zu Ende. Für euch heißt es nun auch, wie für alle anderen Normalsterblichen, Gas geben, auf in den Herbst. Ihr bekommt dabei jetzt gerade nicht so wahnsinnig viel Unterstützung, aber der Vollmond am Donnerstag, der ja auch eine Vollsonne quasi darstellt, denn Mond und Sonne treffen sich nicht an diesem Tag, sondern stehen sich gegenüber, der könnte euch nochmal wichtige Impulse geben, wenn ihr noch nicht so ganz bereit seid, eure Feierzeit loszulassen und durchzustarten in den Spätsommer und euch zeigen, in welche Richtung es gehen soll für euch. Nutzt ihn, um alten Kram im alten Lebensjahr zu lassen. Nehmt alle Energie für neuen Schwung im neuen Lebensjahr. Und dann macht ihr genau das Richtige für euch. Wie sieht es denn aus Kartensicht aus, lieber Rohi? Vier Schwerter. Ja, und da sehen wir bildhaft das, was Kirsten gerade gesagt hat, dass man das in sich ein bisschen wirken lassen darf, dass man hergehen soll und seine Gedanken vielleicht noch besser zu sortieren und zu orten. Ja, und dann kann man sich darauf, ja, verlassen ist nicht ganz der richtige Ausdruck, darauf bauen sogar, dass man sich da richtig positioniert hat, dass man da richtig den richtigen Gedanken und die richtigen Worte findet. Also von daher auch wieder sehr spannend und lustig, dass die Karten, die du im Vorfeld nicht siehst, auch wieder da so wirklich mitten reinhaust. Also ich finde zwei Sachen passend für den Löwen. Das eine ist, dass sie die Hände so auf dem Herz verschränkt. Ne? Der Löwe wird ja immer gern mit dem Herzen zusammengebracht. Und dann diese roten Mähnenhaare, die sie hat. Also das sieht schon sehr nach Löwen aus. So langsam steigt die Kraft der Haare. Die Haare waren ja früher auch immer so ein Symbol für Stärke an sich. Ne? Denken wir an Samson zum Beispiel. Diese Farbe wird sich langsam in den ganzen Körper bewegen und dann kann man kraftvoll durchstarten. Spannende Karte. Liebe Löwegeborenen, das waren unsere Worte für euch und die kommenden Tage.
Ich denke, dann sind wir bereit für die Quintessentia. Wie siehst du das? Ja, wenn dieses Symbol kommt, dann ist es soweit. Gut, ich habe Hast du meinen deinen Rechner Taschenrechner bereit. bereit? Ja. Wir haben mit der Königin der Kelche gestartet. Dann hatten wir die 9 Stäbe, Ja. die 4 Münzen. 13. Dann haben wir die 8 21. und die 9 30. und den Mond mit 18. 48. 0 mit der Königin der Schwerter, 0 mit dem Ritter, aber dann haben wir die 6 der Schwerter. 54, Dann haben wir die 21. 75, Dann haben wir die 9. Der84, und dann haben wir noch die 4. 88. Kommen wir auf die 16. Ja, dann gehe ich mal los und suche mir die 16 raus. Und bitte dabei um ein bisschen Geduld. Ich habe Geduld und ihr könnt ja in der Zwischenzeit schon mal schreiben, was ihr meint, was die 16 ist und was ihr damit verbindet, wenn ihr Lust habt. Da ist sie schon. Oh, dann muss ich gar nicht weiter hier vor mich hinreden. Der Turm. Ja, der Turm und der Berg, ja, eine gute Verbindung, die du da schaffst, Roé. Erzähl mal, was du damit meinst. Ja, für mich ist der Turm natürlich der Punkt, wo man sagt, ich muss Neues kreieren, ich muss Veränderung haben, ich muss was Neues umsetzen. Und genauso ist es beim Berg. Ne? Wenn ich das erste Mal einen Berg besteige, der vielleicht noch nie einen Bergsteiger auf dem Gipfel gesehen hat, dann mache ich auch was Neues. Dann zerstöre ich auch all meine Ängste beim Aufstieg, all meine Bedenken, wenn ich auf den Berg hochlaufe, all meine ja, Strapazen lasse ich dann oft auch hinter mir. Also von da gesehen passen die beiden sehr gut zusammen. Beide geben uns die Möglichkeit zur Veränderung. Beide geben uns die Chancen, dass wir am Ende des Tages dann neu ausschauen und nicht mehr so, wie wir am Morgen wahrgenommen wurden. Ja, für mich auch eine Karte, die sagt, Erleuchtung, ebenso wie der Berg für Erleuchtung stehen kann, den Überblick haben, Gedanken, die aufsprengen. Also ich denke, der Vollmond in Fische, der schlägt ein. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr euch den Mittwochabend frei haltet, wenn wir mehr über den Vollmond erzählen werden. Und dann schauen wir mal, was der Rat der drei euch dann vielleicht bringen kann. In diesem Sinne, vielen Dank, Kirsten, dass du mit mir hier durch das Wochentagesskop gegangen bist. Es hat Spaß gemacht. Es war spannend, dass die Bilder sich mit dem gedeckt haben, was du im Vorfeld gesagt hast. Das fasziniert mich sehr. Spricht auch für deine Qualität, spricht auch für dein Wissen und dein Können. Und das Und Deine. ich bedanke mich bei allen, die zugesehen haben. Und ich bedanke mich auch bei Kirsten für das Lob. Das tut mir gut. Euch da draußen viel Spaß beim Gucken unserer Ausstrahlung. Gebt uns bitte eure Kommentare. Wir freuen uns immer darauf. Wir beantworten die auch schnellstmöglich. Wenn ihr wollt, lasst uns ein Like hier, wenn ihr findet, das war toll. Auch eure Form der Kritik, indem ihr sagt, ja, es hat uns vielleicht nicht oder ne, da wäre was besser zu machen, nehmen wir gerne an, denn wir lernen auch mit jeder Sendung mit und dazu. Kirsten, Ach, geht danke auch für mal dein ohne. Dabeisein. Ja, dir danke ich auch und ich danke euch allen, die ihr bis zum Ende geschaut habt, obwohl wir nicht live waren. Und Ja. damit übergebe ich an dich, lieber Roé. Dann bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen, wie euch eine tolle Woche zu wünschen. Bleibt uns gewogen, bleibt bitte gesund und vergesst bitte nie, never give up.